dreidimensionale Monster, schroffe Sounds von der CD und rasante Grafikbeschleunigung, das waren die Grundsteine von Quake. Der Shooter von id Software trat 1996 das Erbe von Doom und Wolfenstein an. Wie seine Vorgänger sollte auch Quake seine Geschichte nicht durch Text, sondern durch das Design der Welt erzählen. Und die war mysteriös, voller Dunkelheit, gespickt mit Fallen und sehr, sehr braun. Quake wurde erstmals in der README-Datei des Plattformers Commander Keen angekündigt. Ursprünglich sollte Quake der Name eines neuen Helden für id Software werden, der wie Thor mit einem blitzewerfenden Hammer ausgestattet durch ein zweidimensionales Rollenspiel hüpfen sollte. Doch die Entwicklung kam nur schleppend voran. Am Ende entschloss sich id Software dazu, sich darauf zu besinnen, was es bereits mit Doom und Wolfenstein erfolgreich ins Leben gerufen hatte: einen schnellen Reflex-Shooter. Die finalen Level wurden primär vom jungen American McGee designt. Das an H.P. Lovecraft erinnernde Design mit Dimensionstoren, Runen und Tentakelwesen prägte Industrieveteran Sandy Peterson. Um das technische Gerüst kümmerte sich selbstverständlich John Carmack höchstpersönlich. Gemeinsam mit Quake kamen 96 auch die ersten erschwinglichen 3D-Beschleunigerkarten auf den Markt. Eine Gelegenheit, die sich die technikaffinen Entwickler bei id Software nicht entgehen ließen. Nur wenige Monate nach Version 1.01 mit Software-Renderer erschien GL Quake, das mit 3D-Beschleunigerkarten höhere Auflösungen bei spielbaren Bildraten ermöglichte. Die Animationsphasen der Gegner wurden geschmeidiger, Texturfilterung ließ Pixel verschwinden, Licht und Schatten erschienen weniger kontrastreich. Der verwaschene Look von GL Quake gefiel aber nicht jedem. Die Level inszenierten ein Licht- und Schattenspiel in Perfektion. Obwohl Spieler wie zuvor in Doom oder Wolfenstein in kleinen Irrgärten verschiedene Schlüssel und Teleportationstore suchen mussten, gab es in Quake nur selten Orientierungsschwierigkeiten. Auch ohne automatisch mitgeführte Karte sorgten individuelle Sehenswürdigkeiten für ein logisches Layout der Architektur. Die optionale freie Sicht mit der Maus erleichterte die Steuerung immens. Sie sorgte aber nicht nur für Orientierung in der Kampagne, sondern auch für mehr Tiefgang und Komplexität im Mehrspielermodus. Spieler konnten Raketen intuitiv in die Laufbahn der Kontrahenten schießen, sich selbst mit einem Rocket Jump an höher gelegene Bereiche knallen oder einen ganzen Raum mit Nägeln befeuern. An den schroffen, repräsentativen Quake-Titelsong erinnern sich Spieler bis heute. Der CD-Soundtrack und die Soundeffekte wurden von Trent Reznor, dem Gründer der Nine Inch Nails, entworfen. Die wirren Umgebungsgeräusche, das Klappern von Metall und das entfernte Summen von Maschinen mischte Reznor zu einer bedrückenden Soundkulisse. Das Durchladen der doppelläufigen Schrotflinte oder das bassgetriebene Funken der Blitzkanone fügte sich grandios in den Hintergrund ein und sorgte für einen ganz eigenen Rhythmus. ...1999 veröffentlichte John Carmack den Source Code von Quake. Hunderte kleiner Teams entwickelten daraufhin zahllose Mehrspieler-Mods oder selbst lauffähige kurze Kampagnen. Die Engine erwies sich dabei als äußerste variabel. Die wohl bekannteste Modifikation wird bis heute aktiv gespielt und wurde zu einer eigenen Serie. Team Fortress begann seine Existenz als Modifikation für Quake. Id Software programmierte den Mehrspielermodus in zwei verschiedenen Varianten. Die Ursprungsfassung NetQuake war für LAN-Partien optimiert, was zu deutlich spürbaren Verzögerungen bei den Eingaben in Online-Kämpfen führte. Carmack und sein Team brachten daher als zweite Variante Quake World auf den Markt, das nicht länger auf Serverantworten wartete und sich daher direkter steuern ließ. Dafür führte Quake World das sogenannte Warping ein, ein Phänomen, bei dem Spieler plötzlich ein paar Bilder zurückversetzt wurden, wenn der Server alte Daten mit Verzögerung weiterleitete. Das spaltete die Community und Quake wurde für beide Varianten balanciert. Mit der Zeit widmeten sich aber stets mehr und mehr Spieler Quake World und dessen Client-basiertem System, das bis heute den Standard für fast alle Multiplayer-Spiele im Online-Bereich darstellt.
Zwei Erweiterungen sorgten für zusätzlichen Spielspaß mit Quake. Scourge of Armageddon zeichnete sich durch neue Waffen aus. Dissolution of Eternity brachte alternative Feuermodi und interessante neue Gegner. Quake wurde 1998 auf das Nintendo 64 portiert. Durch den geringen Arbeitsspeicher der Konsole wurde die Version um ein paar Level beschnitten und bekam neue Musik. Der Look ähnelte GL Quake, der Texturfilter ließ sich aber optional abschalten. Die Steuerung gelangt durch das ikonische Design des N64-Controllers mit Analogstick erstaunlich zuverlässig. Auf dem Sega Saturn wurde Quake in einer eigenen Engine nachgebaut, die Bildrate war allerdings am unteren Ende der Spielbarkeit. Das Ziel in Quake war und ist bis heute äußerst simpel. 4 Runen in 4 Welten sammeln und am Ende das Tentakelwesen Shub-Niggurath vernichten. Dass dieses bescheidene Ziel auch heute noch viel Spaß macht, liegt vor allem am taktischen Einsatz der Waffen. Das Timing mit der Schrotflinte, um zum Beispiel gegnerische Angriffe zu unterbrechen, der Streuradius des Nagel-MGs und der wohldosierte Einsatz des Blitzwerfers erfordern besonders auf den hohen Schwierigkeitsgraden ein enormes Maß an Timing. Das lässt den Einzelspielermodus von Quake nahezu wie ein Rhythmusspiel werden, in dessen Flow man sich auch heute noch schnell stundenlang vergessen kann. Das Leveldesign ist selbst nach heutigen Standards vorbildlich und motivierend, die Soundkulisse nicht weniger bedrückend als Mitte der 90er. Die heute erhältlichen zahllosen Conversions, Mods, Anpassungen sorgen allerdings für eine echte Qual der Wahl. Mit Quake Spasms ist es möglich, das Spiel in seiner ursprünglichen Form authentisch zu genießen. Durch DirectQ, N-Quake oder Dark Places können sich Spieler zwischen Versionen in Direct3D, OpenGL oder dem Software-Renderer entscheiden und in 16:9 Breitbild sowie mit kompletten neuen HD-Texturen spielen. Erst 2016 ist sogar eine Variante mit Vulkan-Unterstützung veröffentlicht worden. Wer sich nicht irgendwann festlegt, kann heute also mehr Zeit bei der Konfiguration von Quake als mit dem eigentlichen Spielen verbringen. Ohne CD-Laufwerk kann es außerdem bei der Einspeisung des Soundtracks schnell zu Problemen kommen. Dabei ist es am Ende nahezu egal, wie man Quake spielt. Hauptsache, jeder hat einmal Quake gespielt. Den Shooter, der für sich genommen zu seiner Zeit für manchen Fan von id Software sogar wenig innovativ und enttäuschend gewesen ist, aber im Nachhinein der Spielkultur so viel Innovation gebracht hat. Freies Umsehen mit der Maus im dreidimensionalen Raum mit pixelgenauem Zielen, Fortschritte bei der 3D-Beschleunigung und Mods. Jede Menge Mods.